Ja, guten Tag. Ich bin Falk Weiß und heute geht es um die Frage, wie lege ich einen Film ein bei einer Nikon-Kamera? Ihr habt eine Kamera geschenkt gekriegt, habt sie geerbt oder habt sie auf dem Dachboden gefunden und möchtet gerne probieren, ob sie funktioniert, wollt einen Film einlegen. Wie gehen wir davor? Wir haben die Kamera, sie hat ein Objektiv. Als erstes würde ich mal aufziehen. Wenn das geht, ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann auslösen, wenn das auch geht, ist auch ein gutes Zeichen. Und dann gucke ich, wenn ich aufziehe, ob sich dieses Rädchen mitdreht. Wenn sich das Rädchen mitdreht, ist ein Film drin. Wenn sich es nicht mitdreht, heißt es nicht automatisch, dass kein Film drin ist, weil wenn er zerrissen ist oder die Perforation kaputt ist, dreht sich das Rädchen nicht mit, obwohl ein Film drin ist. Wenn ich nicht aufziehen kann, kann es daran liegen, dass schon aufgezogen ist. Dann löse ich erst aus. Klingt gut. Zieh nochmal auf. Wenn man die Kamera kennt, spürt man, ob ein Film drin ist, an dem Widerstand, den das Aufziehen hervorruft. Wenn keine Batterie drin ist, manche Kameras, die funktionieren nicht, die können nicht auslösen. Bei der Kamera gibt es eine Einstellung, die heißt M90, dann kann sie auslösen ohne Batterie. Deshalb, wenn es nicht auszulösen geht, heißt es nicht, dass die Kamera kaputt ist. Oft sind die Batterien einfach nur alle. Jedenfalls, wenn mir jemand eine Kamera in die Hand drückt, dann spule ich zurück, indem ich hier an der Stelle den Hebel hochmache. Und ich kann gar nicht zurückspulen, wenn ein Film drin ist, wenn ich nicht vorher hier die Blockade gelöst habe. Bei der Kamera jetzt, wo kein Film drin ist, und das ist häufig der Fall, wenn man eine geschenkt bekommt, kann ich diesen Hebel drehen und dann spüre ich, da ist kein Widerstand, ich muss keine Blockade lösen. Aber wenn ein Film drin wäre, würde ich vielleicht 1-2 Runden machen können und dann geht es nicht weiter. Weil das Rückspulen verhindert wird durch diese Blockade. Dann drückt ihr hier mit dem Fingernagel rein, spult und irgendwann wird es klick leichter, dann ist der Film in der Dose drin. Dann ziehe ich hier nach oben und damit das geht, muss ich mit dem Fingernagel diesen kleinen Nippel zur Seite machen, den nämlich, und dann geht es auf hier hinten. Dann würde ich den Film hier rausnehmen und zum Entwickeln bringen, weil vielleicht ist ja von Opa noch ein Film drin. Wie mache ich einen neuen Film rein? Ich habe, heute fotografiere ich einen Farbfilm, lege den hier ein, diesen Film da. Wenn man das nicht so richtig geübt ist, manchmal passiert es so, dass der Nippel wieder reingeht, dann fummeln die Leute hier so und kriegen das nicht so richtig rein. Wieder hochziehen, Blockade lösen. Das muss man ein bisschen üben, aber so schwer ist es nicht. Zack. Der Film muss in dieser Kamera hier in dieses Teil rein. Da. Stückchen reicht. Dann ziehe ich auf, löse aus. Jetzt sehe ich, dass alles straff ist und was wichtig ist, diese Nippel hier, die müssen in der Perforation sein. Wenn das nicht drin ist, dieses reicht nicht, weil durch dieses Drehen dieses Zahnrädchens registriert die Kamera, dass aufgezogen wurde. Und dann erst kann man auslösen. Das heißt, wenn kein Film drin ist, kann ich an dem Drehen, kann ich auch bei vielen Kameras und auch bei der einen Filmweitertransport simulieren. Ja, wenn das hier schön drin ist, nach 1-2 Bildern und schön straff ist, dann mache ich zu. Und beim Zumachen muss es richtig klicken, richtig zugehen. Dann drehe ich hier so zu. Wenn ich jetzt aufziehe, dreht sich das Rädchen nicht, habt ihr gesehen? Erst nach 1-2 Umdrehungen, der Film ist da noch locker in der Dose drin, der zieht sich erstmal straff. Und jetzt, nach dem ersten Bild,
würde das nächste Bild kommen, was schon zur Hälfte Licht bekommen hat, weil der Film ja jetzt Licht bekommen hat und zur Hälfte nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild mache, ist wahrscheinlich dieses Bild zur Hälfte belichtet und zur Hälfte nicht. Und das sieht irgendwie geil aus. Das ist so First of the Roll, der Hashtag, der macht Spaß, der ist toll. Ja, und dann einfach mal losfotografieren. Die Batterien kann man hier wechseln. Empfehle ich, wenn ihr eine Kamera findet, macht eigentlich gleich neue Batterien rein, weil wenn das ein paar Jahre rumgelegen hat, sind die höchstwahrscheinlich alle. Ja, wenn es nicht mehr weitergeht, am Schluss, nicht mit Gewalt, vielleicht ist nur ein 24-Bilder-Film drin. Und ihr denkt, es ist ein 36-Bilder-Film drin und hier steht 24 und dann, warum geht es nicht weiter und so, dann einfach zurückspulen. Die Bilder, die ihr macht, das sind die wertvollen. Die Bilder, die ihr nicht auf dem Film habt, falls ihr nach 12 Bildern zurückgespult habt, ist kein Problem. Aber die 12 Bilder, die solltet ihr schützen. Wenn irgendwas nicht weitergeht, Blockade lösen, zurückspulen, Film zum Entwickeln bringen, kostet unter 10 Euro und ihr habt, wenn es auch nur ein Bild ist, ein geiles Bild. Wenn ihr den Film zerreißt oder mit Gewalt kaputt macht, die Kamera oder so, habt ihr am Schluss gar nichts. Der Film ist belichtet. Und ja, ich mag die Kamera. Dazu vielleicht mal eine andere Sendung. Und nächste Mal werde ich eine andere Kamera vorstellen und zum Thema Film einlegen. Ja, viel Spaß beim Kamera sich schenken lassen, finden und ausprobieren, Film einlegen und loslegen. Viel Spaß. Tschüss.